Ja, hallihallo Leute, zu einer neuen Folge von der Pfleka Fotografie. Ich bin heute in Unterulingen an der Schilfhütte und hier hat es eine Eichenallee, die richtig schöne, lange Äste ins Wasser hat. Und ich möchte heute Abend eine 10,5 oder fast 11-minütige Bulbbelichtung machen. So, willkommen zurück nach dem Intro. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich mir öfter heute ins Gesicht fasse oder mich irgendwo schlag. Hier sind Schnaken unterwegs, das ist nicht mehr normal. Also ich habe hier echt bestimmt schon 30 Stiche in den ersten 10 Minuten, wo ich jetzt die erste Bulbbelichtung gemacht habe. Aber ja gut, das ist halt so, wer schöne Fotos will, der muss leiden. Ne? So heißt es zumindest. Okay, was brauchen wir alles, um eine Bulbbelichtung zu machen? Für die Bulbbelichtung brauchen wir zuallererst einmal eine Kamera, die einen Bulbmodus besitzt. Und wir brauchen eventuell einen Fernauslöser. Wir brauchen die Canon Connect App benutzen. Oder wer schon ein neueres Modell hat und den Touch-Auslöser am Display aktiviert hat, kann auch mit dem Touch-Auslöser am Display seine Bulbbelichtung auslösen und beenden. Also eine echt coole Sache, wie ich finde. Ich brauche dazu keinen Fernauslöser mehr und keine Canon Connect App mehr, aber auch das wäre möglich. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Tabelle, und zwar so eine hier, wo ihr eventuell ablesen könnt, wie ihr die Kamera einstellen müsst, damit ihr so und so lange belichten könnt. Dann braucht, oder ihr nehmt, wie ich hier, diese App, die euch das alles schon schön fein ausrechnet. Ihr könnt an der App alle eure Filter einstellen, ihr könnt eure ISO einstellen, ihr könnt eure also es ist echt verrückt, was hier Schnaken unterwegs sind. Eure Verschlusszeit einstellen. Ihr könnt einstellen, welche Filter ihr drauf habt, ob ihr auch noch einen Polfilter drauf habt und so weiter. Kleiner Tipp, ich benutze immer für den Verlauffilter noch einen Dreistopp-Filter zusätzlich auf der App, damit ich auch wirklich annähernd so rankomme, wie ich belichten möchte nachher. Das muss es einfach haben, sonst werden die Bilder nachher extrem dunkel. Ihr kommt halt mit drei Stops einfach noch mal ein bisschen in Bredouille, wenn ihr dann nachher das vergesst, dass ihr den Verlauffilter drauf habt. Und dann habt ihr auch schon gehört, ihr braucht natürlich auch noch ein Filterset. Filterset bestehend aus ND64, ND1000 Verlauffilter. Oder ND8 könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch den ND8 und den ND64 übereinander stopfen. Und dann könnt ihr da belichten. Das Wichtigste hätte ich fast noch vergessen. Bevor ihr natürlich die ganzen Einstellungen vornehmt, müsst ihr, bevor ihr Bulb belichtet, erstmal schauen, wie wäre denn die normale Einstellung an der Kamera. Also ohne Filter, ohne alles, damit ihr im Nullspiel richtig belichtet habt. Das müsst ihr als allererstes hier an der Kamera mal überprüfen. Wie wäre es denn? Und dann könnt ihr die ganzen Filter dazu packen und wisst dann, wie lange ihr belichten könnt. Genau, also ich habe es vorhin schon mal ausgerechnet. Ich bin auf einer Blende 13, habe eine ISO von 100, habe den ND1000 drauf und den Verlauffilter drauf. In diesem Setup kann ich weit über 10 Minuten belichten. Das heißt, ich muss jetzt noch mal ein bisschen gucken, so dass ich an die 10 Minuten rankomme zum Sonnenuntergang. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht auch noch mal den Filter wechseln, werde das Ganze hier noch mal ausrechnen und werde dann die Einstellungen, die ich in der App
Oh, ist das verrückt hier. Krass. Werde die Einstellungen, die ich in der App dann vorgenommen habe, hier unten einblenden. Ich mache das jetzt, mache das Bild und melde mich bei euch dann wieder. Ihr genießt derweil mal die Aussicht. So, liebe Leute, es wird auch schon fast wieder finster, aber wie sich herausgestellt hat, musste ich jetzt 2 Minuten draufgelegt und ich finde, das Bild ist sehr geil geworden. Ich bin jetzt gerade noch dabei, da hinten noch ein Bild zu machen, mache das hier so rein in die laufende Flucht von den Bäumen hier und ja, lass das mal noch 10 Minuten laufen. Ich blende die Bilder auf jeden Fall hier und jetzt nach meinem Abschluss hier wieder ein und ihr könnt entscheiden, welches der Bilder euch am besten gefallen hat. Ja, probiert euch selbst beim Bulb-Fotografieren einfach mal aus. Ich kann nur sagen, Bulb macht echt mega Spaß. Bulb ist natürlich auch ein Stilmittel. Wir müssen entscheiden, ist Bulb, wann macht Bulb Sinn, wenn wir die Wolken extrem ziehen lassen wollen, wenn wir das Wasser wirklich komplett spiegelglatt haben wollen. Das alles macht jetzt heute Abend eigentlich wenig Sinn. Ich kann euch mal eins vom Eschacher Bad einblenden. Das habe ich 10 Minuten 40 belichtet zum Sonnenuntergang am Eschacher Bad in Lindau. Blende ich gerne jetzt mal ein und habe dann, da hat es wirklich Sinn gemacht. Sonnenuntergang, ziehende Wolken, das Motiv war richtig beleuchtet. Also das hat richtig Spaß gemacht und war mega cool. Aber um euch einfach mal die Bulbbelichtung vorzustellen und zu zeigen, was das alles kann und was Bulb eigentlich bewirkt und dass Bulb auch Spaß macht, habe ich mir das heute Abend als Thema rausgesucht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Sollte ich und mein Kanal euch überzeugt haben, lasst gerne ein Abo da und drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schaut auf Insta vorbei, auf meiner Homepage. Ihr kennt die Spielchen. Für alle, die neu dazugekommen sind, hoffe ich, dass ich euch begeistern konnte. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, einen schönen guten Morgen, schönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Bleibt gesund. Ich muss hier langsam weg, die Schnaken fressen mich. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Und verbleibe mit besten Grüßen vom Bodensee. Tschüss, bis bald, euer Dennis.